Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video soll es mal um die Startoberfläche von KiCad gehen. Doppelklick auf das Programmsymbol und damit startet KiCad. So, wir sehen jetzt als erstes mal hier im mittleren Bereich unsere einzelnen Programmteile. Wir haben also den Schaltplan-Editor, Symbol-Editor, Leiterplatten-Editor und den Footprint-Editor. Das sind im Prinzip die vier wichtigsten Arbeitsumgebungen, die wir im KiCad benötigen. Alle anderen zeige ich euch mal in einem späteren Video, aber das sind jetzt hier so die wichtigsten Arbeitsumgebungen, die ich benötige, um eine Leiterplatte zu erstellen. Dann haben wir hier im linken Teil einige Buttons. Wenn wir hier drauf gehen, kommt hier so ein kurzes Infomenü. Dann sehen wir hier auch zum Beispiel einige Shortcuts. In dem Fall hier mit Steuerung und N könnte ich jetzt also ein neues leeres Projekt erstellen. Mit Steuerung und O oder eben Klick auf diesen Button ein Projekt öffnen, wenn schon welche vorhanden wären. Dann haben wir hier einen Button, der ist im Moment ausgegraut. Wenn ich ein Projekt geöffnet habe, hier in dieser Struktur, sehen wir gleich, kann ich dieses in ein ZIP-Archiv verpacken und auch hier mit dem nächsten Button aus ZIP-Archiven entpacken. Das hat den großen Vorteil, wenn ich zum Beispiel mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeite, kann ich das eben hier als ZIP-Datei verpacken und per Mail verschicken und jemand anders kann das dann entsprechend auspacken und dort weiterarbeiten. Dann können wir hier mit diesem F5 oder mit diesem Button die Ansicht hier, diese Baumansicht erneuern und hier können wir über diesen Button ganz schnell in das Projektverzeichnis wechseln. Das heißt, wir müssen hier nicht über den Explorer gehen und uns hier durch eine Ordnerstruktur klicken. Dann haben wir hier oben im oberen Bereich verschiedene Menüs. Da gehe ich mal hier drauf auf Datei. Hier finden wir im Prinzip das wieder, was ich gerade an Buttons erklärt habe. Allerdings zusätzlich kann ich jetzt hier noch Demo-Projekte öffnen. Die sind ja mit installiert worden. Ich könnte jetzt hier auch noch zum Beispiel ein Nicht-KiCad-Projekt importieren, zum Beispiel eben hier von Eagle oder von CatStar. Das ist aber für euch als Einsteiger jetzt erstmal nicht so interessant. Dann haben wir noch das Bearbeiten, die Ansicht, einige Werkzeuge. Hier unter Werkzeugen verbirgt sich im Prinzip das, was wir hier schon eingestellt oder was wir hier auch in der Mitte sehen. Dann haben wir hier einige Einstellungen, dazu komme ich in einem späteren Video mal noch und hier hinten dann die Hilfe. Für euch wichtig, die Tastaturbefehle, die empfehle ich euch, solltet ihr euch mal anschauen, die vereinfachen das Arbeiten ganz deutlich. Das werden wir dann auch noch in den kommenden Videos sehen. Gut, wir wollen uns jetzt mal ein neues Projekt anlegen. Ich klicke hier einfach mal drauf. Jetzt sind wir hier in unserem Projektordner drin und ich habe hier schon mal ein Projekt geöffnet gehabt, das nannte sich Tutorial und ich möchte euch jetzt mal ein Tutorial 1 anlegen. Das ist der Name. Ihr vergebt natürlich jetzt einen besseren Namen, zum Beispiel astabile Kippstufe oder Sprachverschlüsseler, was auch immer eben das ist. Ich nehme hier Tutorial 1. In dem Moment, wie ich das jetzt speichere, werden jetzt hier drei Dateien im Dateibaum angezeigt. Einmal die Projektdatei an sich und der Schaltplan oder die Schaltplandatei, das ist diese hier, und die Leiterplattendatei, das ist hier die obere, die grünere. So, ich kann jetzt hier auch einen Doppelklick drauf machen, dann würde sich der Schaltplan-Editor öffnen und schon wären wir hier im Schaltplan-Editor. Um hier nochmal zu zeigen, wie schnell ich in diesen Ordner wechseln kann, kann ich mal hier unten auf den Button draufklicken und wir sehen, wir sind sofort jetzt hier in unserem Dokumente KiCad 8.0 Projektsordner Tutorial 1 und hier finden wir auch unsere drei Dateien wieder, die das Programm gerade angelegt hat. Das soll es mal jetzt zu dieser Oberfläche gewesen sein. Im nächsten Tutorial zeige ich euch mal noch ein paar kleine Einstellungen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.